Herzlich willkommen zurück, liebe Halo-Freunde. Immer noch im Busch, aber jetzt geht's raus und Fighting. Oh, Menschen. Menschenverbündete. Das finde ich sehr gut. Verbündete sind jetzt vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das ist meine Pflicht. Auf munitionieren, Marines. Jetzt wird Zeit mal wieder für eine Pistole. Hey, ich hab was gefunden. Bestimmt die Shotgun so. Ey, oh, geil! Die Waffe vom Chief. Die nehme ich mir. Die hält er dann bestimmt auch in Ehren oder was auch immer. Sehr gut. So, Tapferkeit und ein bisschen mehr Freischaltbares freigeschaltet. Was ist los, kommt ihr mit? Was los ist, wir haben ein kleines Problem. Und zwar Flakgeschütze, die wir ausschalten müssen. Und Freunde, ich muss euch ja sagen, herzlich willkommen zu Part 20 von Halo Infinite. Das ist auch somit der Part, wo wir nicht mehr so viel Side-Kram machen werden. Es sei denn, es liegt auf dem Weg. Also wenn wir jetzt hier aufgehört haben und wir müssen hier hin, dann nehme ich das natürlich mit. So, aber ich werde jetzt nicht sagen, okay, gut, ich mache jetzt das, das, das und das und das, bevor wir das machen, damit ihr dann Bescheid wisst. Das ist ab diesem Part ist das jetzt erstmal so standfest. Weil ich bin der Meinung, wir haben 20 Parts, haben wir gut was durchlebt und gut was gesehen, was möglich ist. Es wiederholt sich ja im Grunde genommen. Ja. Aber so. Ja, geil. So. Zeit für ein bisschen aufräumen. Alles klar bei euch? Die snacken sich gleich die krassen Waffen. Das finde ich gut. Okay. Marines einsteigen. Na los. Ja, wenn keiner das schafft, dann versuche es selber zu erledigen, aber wir sind einfach die richtig krassen hier. Haben wir sie alle? Ich würde mich mal hier umgucken. Ah. Tja. Hä? Was ist denn da? Wo kommt ihr denn her? Ich nehme nochmal so ein Päckle mit hier. Komm. Kommt mit, Freunde.
Wir haben noch ein bisschen zu tun. Ich bin jetzt mal gespannt, ob in diesem letzten Turm nicht vielleicht doch ein kleiner Boss auf mich wartet. Also, du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, wie du es halt bis jetzt findest, so dieses ganze Geschütze zerstören. Und storytechnisch gerne. Gerne in die Kommentare. Mich würde das interessieren, was ihr dazu sagt. Also ich find's jetzt irgendwie spannend. Vor allen Dingen interessiert mich ja eigentlich, was dieser Ring jetzt eigentlich. Ups. Eigentlich in Wirklichkeit für ein Geheimnis birgt. Ich glaube, ich war da schon in so einem Schwall von diesem blauen Kram. Kurz mal zurück. Zurückbleiben und warten. Wie? Der Lift ist schon aktiv? Yes, Freunde, yes! Ich freue mich, dass ihr aufgeschlossen habt. Nee, der Feind geht einfach zugrunde. Oh, was? Echt jetzt? Dich hole ich mir, komm. Hallo? Ich bin gut gepanzert. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich brauche den Lift gar nicht. Ich bin so krass. Das wäre echt witzig, wenn jetzt hier eine böse Überraschung auf mich gewartet hätte. Okay, letzte Kanone. Die letzte und die Abriegelung. Ha. Kein Escherum? Ich bin beinahe enttäuscht. Beinahe. Alles klar. Und jetzt zurück zum Pelican. Das war's. Der das ist zu einfach. Zerstören Sie ihn, dann tickt die Bombe. Oh, komm schon. So ist doch schön. Freier Himmel. Auf allen Frequenzen. Der erste Teil ist Atrioxes Hand. Und was dann? Einsetzen. Chief, wo sind Sie? Position halten. Wir sind auf dem Weg. Tut mir leid, Chief. Ich muss hier weg. Sein Signal ist weg. Wenn die Spartanjäger ihn finden. Das wird nicht passieren. Was macht Sie so sicher? Weil Sie zuerst an mir vorbei müssen. Da bin ich jetzt mal voll und ganz drauf gespannt. Auf die Spartanjäger. Ah, scheiße, da sind sie auch schon. Von euch bleibt nur zu, das Geil. Komm schon, nach, kleiner Mann. Verlass
Wurden die da jetzt einfach abgesetzt? Oder sucht ihr mich? Abgesetzt. Und die warten Chief, Hinterhalt? Wir haben eine Menge. Da, der Chopper. Bestimmt einer der Spartan-Killer. Und da ist schon der zweite. Da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Oh, super. Dann lasst uns die Party mal starten, Freunde. Das stimmt nicht, dass alle tot sind. Ich lebe noch. Ach, verdammt. Okay, also mitten rein ist eine schlechte Idee. Ich wollte den einen eigentlich auch richtig geil da beim Schwert wegholen. Aber das müsste möglich sein, so wie ich den gerade da... Bestimmt einer der Spartan-Killer. Und da ist schon der zweite. Da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Ich mach's einfach gleich nochmal so. Wie sie trotzdem noch auf mich schießt. Okay, funktioniert nicht. Das Schwert ist gegen die... Na. Da, der Chopper. Keine Chance. Einer der Spartan-Killer. Und da ist schon der zweite. Da oben im Rack. Halten Sie sie auf. Aber trotzdem, ich werde den da oben erstmal fertig machen, weil der hat echt eine krasse Waffe. Einen interessanten Kampf erwarte ich. Oh, ich hänge hier fest. Was haben wir da oben? Haben wir ein nettes Spielzeug hier? Naja, es geht. Assault Rifle, obwohl die wäre vielleicht... Nee, ist das ein Assault Rifle? Ich weiß gar nicht, wie die Waffe heißt. Ah, jetzt ist er auf der anderen Seite. Das ist ja schön. Oh, da ist noch einer. Es sind das drei Stück. Puh. Alter. Mag sein. Aber ich gebe nicht auf.
wäre zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich jetzt hier einfach aufgeben würde. So. Verdammt, keine Munition mehr. Okay, da geht's nicht. Sehr gut, erstmal sowas. Besser als gar nichts. Nach verbrannten Haaren. Wie heißt das Plasma? Ja, dann genieß mal. Danke fürs Umdrehen. Tschüss! Günstig. Der Feigling hat es so verdient. Stell dich mir, Spartan. Einer weniger, aber wir kriegen offenbar noch mehr Gesellschaft. Och Mann. Was sind das denn für Spartanjäger, die mich versuchen, mit einer ganzen Einheit auszuschalten? Also, das ist unfair, Freunde. Komm nur. Was hast du da für eine Waffe? Ja, sehr gut. Damit kann ich erstmal was anfangen. Raus da, Penner. So, Freunde. Wie viele fliegt der auch noch? Ah, sehr gut. Habt ihr eventuell gerade glitzekleine Probleme mit mir? Haben wir hier. Sehr gut. Ich brauch mal. Kurz mal ein bisschen Ruhe durch die Barriere. Ja, flieh nur. Die richtige Medizin für dich. Spartanjäger. Aua. Misch dich da nicht ein, Mann. Doch.
So, das Gebrüder Grimm, ich war's das jetzt? Was, wenn Asher im Meer schickt? Soll er. Echo 216? Nichts. Aber ich könnte... Ja. Der Funk ist weiter offline, aber ich konnte seinen Peilsender von hier aus aktivieren. Er ist da draußen. Der UNSC-Schiffsfriedhof. Hoffentlich ist er okay. Ein letzter Überlebender, der sich da verpissen wollte, ne? Schweinehund, ey. Ich schieß jetzt nicht. Ich werde jetzt hier so... Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh, wo ist er? Wo ist er? Ah, da hinten. Tiere. Chief, ich habe mich vorhin nicht getäuscht. Wir müssen los. Drei UNSC Condors? Man sieht selten einen. Drei zu finden, das ist ein Wunder. Ich hätte es wissen müssen. Zerlegt. Komplett ausgeschlachtet. Hyperraumantriebe unbrauchbar. Wir haben keine Zeit dafür. Da drüben ist noch einer. Über einen Kilometer weit verstreut. Und da. Der letzte. Komplett. Kaputt. Zerstört. Besiegt. Nutzlos. Genug. Wann ist es genug, Chief, wenn wir da drin sind? Denn da gehöre ich hin. Da rein. Zu Ihnen. Wertloser Schrott. Nicht so. Ich bin nicht Sie. Ich bin kein Pilot. Ich bin kein Marine, nicht mal ein Soldat. Nur ein Schwindler. Ich habe den Pelican gestohlen. Gestohlen! Wissen Sie, warum? Natürlich nicht. Hatten Sie jemals Angst? Solche Angst, dass Sie... Ich bin nutzlos. Sie sollten mich zurücklassen bei dem anderen Abfall. Wir alle scheitern mal. Wir alle machen Fehler. Das macht uns zu Menschen. Sorry, Chief, aber wann haben Sie denn je versagt? Ich hätte Cortana schützen sollen. Diese ganze Katastrophe verhindern. Ich habe sie im Stich gelassen. Das passiert nicht nochmal. Chief. Wir... Wir schaffen das bestimmt. Wir müssen. Mehr bin ich nicht. Mehr ist nicht nötig. Der einzige Weg nach Hause führt durch das Herz der Verbannten. Wir brauchen sie. Wir schaffen das. Gemeinsam. Ja. Wir schaffen das. Gemeinsam. Gut. Was ist der Plan? Ich rate mal. Er ist gefährlich und wird uns wahrscheinlich umbringen. Das reicht als Antwort. Ziehen wir es durch. Sehr gut. So gefällst du mir. Ihr verliert die Kontrolle. Nichts ist verloren. Entsende die Truppen und zermalme ihn. Nein, Übermacht allein hilft nicht. Der Spartan ist nicht allein. Er
bekommt Hilfe von etwas hier, verbunden mit der Installation. Was ist es? Bemerkenswert verwundbar und doch hochintelligent. Ist es eine Schwäche? Kann sie uns nutzen? Wir werden sehen. Die Reformation wird von dieser Spitze gesteuert. Sie muss geschützt werden. Ja. Atriox hielt dich für wertvoll. Jetzt beweise es. Wenn die Endlosen hier sind und du den Ring hast, dann wirst du nie mehr an meinem Wert zweifeln und ich nicht an deinem Urteilsvermögen. Der Geruch wird stärker. Spare deine Kräfte. Ich brauche etwas, alter Freund. Was du willst. Bring mir den Master Chief. Lebendig. Bereit, wenn Sie es sind, Chief. Ja, krass. Da arbeitet dieses Ding, was wir kennengelernt haben, arbeitet mit den Verbanden zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Neue Mission. Die Sequenz. Wo ist das denn? Wo müssen wir denn hin? Oh, ganz da hinten. Okay. Ah, schau mal, guck. Also das werde ich wahrscheinlich noch mit ins Let's Play mitnehmen. Also weil die ja gerade wichtig sind, die Vorposten. Und die Kopfgelder quasi. Die werde ich auch noch mitnehmen. Aber jetzt diese ganzen anderen, was ist das? Artefakt? Okay. Ich kann ja jetzt... Waffenschrank. Ist der schon offen? Oder sind die jetzt einfach nur gekennzeichnet? Ich kann ja noch fliegen, so ist nicht. Ich kann mir jetzt ja so ein Flugdingens ordern. Hier müssen wir auch noch hin. Es ist natürlich klüger, hinzufliegen. Okay, das... Wo war das jetzt? Da, das interessiert mich. Wir steigen erstmal ein. Komm, das machen wir noch. Mission fortsetzen. Also gut, los geht's. Wie lange ist unsere erste Begegnung her? 6 Stunden? Vielleicht 7? Wir haben viel erlebt. 6 Monate allein. Gerade so. Überlebt. Kommt mir wie ein Traum vor. Das hier dagegen ist meistens wie ein Albtraum. Meistens. Chief? Alles in Ordnung? Was Sie vorhin sagten über Cortana. Sie ließen sie im Stich? Ich verstehe nicht. Ihre Mission war, sie... zu zerstören. Taten sie aber nicht. Warum nicht? Halsey hat dich aktiviert. Ich sollte dich einsetzen. Das taten sie, stimmt's? Ja. Und was ist passiert? Atriox wollte dich. Griff die Infinity an. Wir kämpften. Er siegte. Er siegte? Atriox hat mich geschlagen. Berechnend. Präzise. Brutal. Dann erinnere ich mich nur daran, wie ich in diesem Pelican aufwachte. Sie wollen wissen, wer sie getötet hat. Sie müssen es wissen.
Sie war Ihnen wichtig. Sehr wichtig. Dieser Ring ist nicht wie die anderen. Hier gibt es noch etwas. Und deshalb bin ich noch hier? Zweite Spitze voraus. Wo soll ich sie absetzen? Nah dran. Gut, nah dran. Rufen Sie mich dann schief. Aber selbst natürlich. Wow. Werde ich sie rufen. Sehen Sie die Spitze? Sie ist so neu, entwickelt, anders. Nicht wie die letzte. Und ist das ganz sicher? Er dient als Kommandospitze. Koordiniert die Reparaturarbeiten. Kannst du sie abschalten? Hoffentlich müssen wir nur eine Tür suchen. Da geht's also das nächste Mal rein, würde ich sagen. Quatsch. Falsche Taste. Ah, okay. Hier geht's rund. Okay, wir sind aber ganz schön weit geflogen. Ich möchte jetzt aber trotzdem einen kleinen Abstecher machen. Das möchte ich tatsächlich gerne noch mit euch machen. Dafür brauche ich einen Außenposten. Und einen Vorposten. Ich kann gar keine Schnellreise machen. Okay, weil wir wahrscheinlich direkt, steht ja auch da unten Schnellreise nicht verfügbar, weil wir tatsächlich auch direkt in der Mission sind. Also, ja, ey, was wir alles schon ordern können. Scorpion-Panzer, sehr gut. Und dann nochmal eine Waffenvariante der anderen. Fahrzeuge. Die Wespe. Ah, ich brauche Tapferkeit dafür. Dann kann ich mir das auch ordern. Oder? Nee, ich muss so viel Tapferkeit... Ja, okay, verstehe. Ah, verstehe. Dachte, das kostet mich Tapferkeit und deswegen kann ich es nicht ausrüsten. Nein, ich muss erstmal die Tapferkeit erreichen. Ja, die Tür ist da hinten. Ich muss erstmal meinen Wegpunkt wieder wegmachen. Liebe Cortana. Weil den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Gut, dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und hoffe, dass euch der Part gefallen hat und dass wir uns im nächsten Part hier wiedersehen. Ja, auf jeden Fall, ne? Die Kommandospitze werden wir betreten. Und mal gucken, ob da auch eventuell ein Guilty Spark drin ist, der uns pulverisieren möchte. Weil wir das nicht wollen, was er möchte. Gut, dem sage ich dann nichts mehr und mache dann ganz kurz Waffengewalt und dann haben wir ihn auch hinter uns. Aber an der Stelle sage ich danke fürs Einschalten, danke für Feedback und bis zum nächsten Mal hier bei Halo Infinite. Ciao, ciao.